Guten Morgen, hier ist André. Ich brenne im Augenblick vor Energie und vor einfach Impulsen, einfach Videos zu machen. Es geht um die Liebe. Es geht darum, dass ja so ein ganz starkes Bedürfnis nach Zuneigung, Nähe, nach Verständnis, nach Verbindung, nach wahrer Verbindung in uns lebt. Und dieses Wesen, das spüre ich so in mir auch, das ist so meine Urnatur, dass es für mich nichts Wichtigeres gibt. Nichts Wichtigeres, als das zu teilen und aus dem heraus das Leben zu gestalten und Leben aufzubauen. Wie schön ist das Leben, wenn du dich getragen und geliebt fühlst? Wie sehr lieben wir, wenn wir verliebt sind? Wann warst du das letzte Mal in so einer Liebeswelle dir selbst gegenüber? Hast dich begeistern können für etwas? Und ganz aus dem Inneren herauskommt. Und diese Schichten, die davor sind, die das nicht erlauben, die sind oft an Erinnerungen gekoppelt, an Gedanken, dass wir falsch sind. Und das hat irgendwann dazu geführt, weil wir daran geglaubt haben, weil du irgendwann geglaubt hast, dass deine Liebe nichts wert ist, dass du nichts wert bist und dass dein Leben einfach nichts wert ist, da hast du etwas ganz, ganz Wichtiges weggeschmissen. Und das, was du weggeschmissen hast, hat dazu geführt, dass du dich entfremdet hast. Weil du kannst niemand anders sein, du kannst nicht versuchen, irgendwas anderes darzustellen, wirklich, wirklich darzustellen, also indem du dich einfach angefangen hast, vollkommen zu verstellen, um letztlich doch diese Liebe zu sein für andere. Und das hat zu einer Entfremdung, zu einem Misstrauen dir selbst gegenüber geführt, dass du deine Liebe in der Form eigentlich auf den Müll geschmissen hast. Du hast dein Wesen verraten. Und Liebe ist erst dann wirklich in Beziehung lebendig, frei und trifft den anderen, erreicht den anderen auch, wenn es wirklich aus deinem Herzen kommt. Und zu diesem Zugang, zu diesem Herzenszugang, und da ist es absolut nicht wichtig, wie du auf andere wirkst oder wie du gerne für andere wärst, sondern das lernst du dabei loszulassen. Du kommst wieder in Kontakt mit einem ganz inneren Feuer, mit deiner Herzenskraft, mit deiner Herzensstimme. Dein Mund möchte sprechen. Uns wurde der Mund verboten. Uns wurde teilweise auf den Mund energetisch geschlagen, indem wir einfach uns zurückgenommen haben, aus Angst einfach irgendwas Falsches zu sagen. Die Liebe hört da nicht drauf. Die Liebe spricht einfach. Die Liebe spricht einfach alles aus. Das steht schon in der Bibel. Und mit diesen Energien, mit diesen Empfindungen möchte ich dich wieder durch diese Videos und auch durch die Arbeit, die ich anbiete, durch die Begleitung, möchte ich dich wieder mit in Kontakt bringen. Mit diesem ganz tiefen Gefühl. Und das ist nicht sehr schwer. Wir meinen, dass es da keinen Weg auf zurück gibt. Wir meinen, wir sind abhängig von anderen Menschen, dass andere Menschen uns irgendwann doch lieben, wie wir sind, und haben uns letztlich vergeißelt. Wir haben uns versklavt. Und diese Versklavung, weil wir daran glauben, dass sie doch irgendwann in die Freiheit führt, ist eine große Illusion. Du kannst, wenn du willst, jetzt anfangen, dich wieder zu erinnern und dich dort wieder mit zu verbinden, wer du wirklich bist. Und das ist keine Schwaferei oder das ist keine Illusion. Das ist Realität. Du wünschst dir das. Und wenn du damit in Kontakt kommen willst, dann mach dich auf, öffne dein Herz und vertraue diesem inneren Herzensschlag. Vertraue dem, von dem du instinktiv fühlst in deinem Körper, dass Energie wieder anfängt zu fließen. Dass Freude in dein Leben kommt, das können manchmal sehr, sehr einfache Sachen sein. Das können Begegnungen sein, das können Gedanken sein, die etwas in dir aufmachen, wo du plötzlich spürst, obwohl du vielleicht gerade in Problemen steckst oder irgendwie das Gefühl hast, du fühlst dich alles andere als gerade glücklich mit dir. Dass ein Moment sich auftut, vielleicht jetzt durch diesen Film, das wäre sehr schön, dass etwas in dir sich auftut
Und aus dem heraus kannst du plötzlich deine Probleme ganz anders sehen, kannst die ganz plötzlich ganz anders einordnen. Du siehst plötzlich wieder deine Landkarte und wenn du damit wieder in Kontakt bist, mit deiner eigenen, mit deinem eigenen Weg, wenn du wieder die Brille aufhast, die du irgendwann einmal, aus der du irgendwann einmal in dieses Leben hineingekommen bist, es dir bewusst wird, warum du hier bist, wofür du hier bist und wie liebenswert, wie wunderschön du bist, dann fängt das Leben wieder an. Es öffnet sich die Mystik deines Lebens und dann bekommst du auch alles, was du brauchst, um so richtig tief dankbar zu sein, dem Leben gegenüber, den Menschen gegenüber und einfach der Existenz. Okay, mögen meine Feuerworte dein Herz erreichen und ein Stück weit dich durchdrungen haben.